Dem Kanton Thurgau stehen aus dem Börsengang der Thurgauer Kantonalbank im Jahr 2014 127,2 Millionen Franken zur Verfügung. Der Kanton hat dieses Geld auf die Seite gelegt und will es langfristig und zugunsten der Allgemeinheit investieren. Dafür hat der Kanton im Jahr 2020 einen Ideenwettbewerb durchgeführt. Rund 95 unterschiedliche Ideen sind eingereicht worden. Der Große Rat hat daraus einen Korb mit 20 Projektideen zusammengestellt. 7 dieser Projektideen sind Großprojekte mit einer jeweiligen Fördersumme von über 2 Millionen Franken. 13 davon sind Kleinprojekte mit einer jeweiligen Fördersumme von unter 2 Millionen Franken. Zusammen spiegeln sie die Vielfalt des Kantons wider. Sie berücksichtigen alle Regionen und decken unterschiedliche Lebensbereiche ab. Gefördert werden sollen beispielsweise eine neue Messe Weinfelden, ein Digitalcampus in Kreuzlingen, ein ökologischer Raddampfer auf dem Untersee, die Aufwertung des Klosters Fischingen, das Wasserschloss Hagenwil und ein kantonsweites Geothermieprojekt. Von den 20 Projekten profitieren die ganze Bevölkerung und insbesondere künftige Generationen. Der Große Rat hat der Verwendung des Geldes mit 113-7 Stimmen zugestimmt. Der Regierungsrat empfiehlt den Stimmberechtigten ein Ja zur Vorlage.